Die netzwerkbasierten Haussteuerungszentralen ALL 4500 und ALL 5000 lassen sich über Mausklick schalten und steuern und garantieren einen Sicherheits- und Komfortgewinn. Sensorzentralen sind der erste Produktbereich bei der Allnet-Gebäudeautomation. Der ALL 4500 verfügt über 8 RJ45 I²C-Anschlüsse, der ALL 5000 über 16. Die Schnittstellen des ALL 4500 sind RS-232, RS-485 und USB. Der ALL 500 verfügt über RS-232, USB intern und extern, Kleinspannungsrelais, 230 Volt Relais, AD-Wandler, Kontakteingänge und einen Temperatursensor. Das Management läuft über Webbrowser oder quelloffenes XML und die Steuerung über LAN. Beim ALL 5000 stehen zusätzlich Phoenix-Klemmen als Anschlussart zur Verfügung. Die hochperformante IP-Steuerungszentrale ALL 3500 und die ALL 3418 V2 Einsteigerzentrale überzeugen mit Relais, Sensorports und Kontakteingängen und lassen sich über eine Web-Oberfläche bedienen. Der ALL 3500 und ALL 3500 PoE unterscheiden sich nur durch die PoE-Funktionalität. Der ALL 3500 verfügt über die Schnittstellen 4x RJ45, I²C, USB und Konsole. Der ALL 3505 sogar über 8 RJ45-Ports, USB und Konsole. Und der ALL 3418 V2 über einen RJ45-Port. Alle Geräte werden per Webbrowser oder quelloffenes XML gemanagt. Beim ALL 3500 gibt es 4 Schaltrelais und 4 Kontakteingänge. Für den ALL 3500 optional den ALL 3527 oder ALL 3542. Gesteuert werden alle drei Geräte über LAN oder 2,4 GHz WLAN. Der ALL 3500 und ALL 3418 V2 sind Desktop-Versionen. Der ALL 3505 ist eine Hutschienen-Version. Die Anschlussart des ALL 3500 sind Phoenix-Klemmen. Mit den Allnet-Powermetern ALL 3690, 91 und 92 lässt sich nachhaltig Strom sparen. Und über eine Web-Oberfläche lassen sich Analyse-Tools zur Anzeige des Stromverbrauchs anzeigen. Der ALL 3690 verfügt über eine S0-Schnittstelle, eine Induktionsklemme und 2 USB-Schnittstellen. Der ALL 3691 über 2 S0-Schnittstellen, 2 Induktionsklemmen und 4x D0. Und der ALL 3692 über 4 D0-Schnittstellen, 2x RJ45-Ports, 2x USB 2.0 und einen RS-232-Port. Das Management läuft auch hier per Webbrowser oder XML. Der Spannungsbereich liegt bei allen Geräten zwischen 200 und 250 Volt. Zusätzlich hat der ALL 3690 und 91 50 Ampere Messzangen. 200 und 800 Ampere Messzangen sind optional. Der ALL 3692 wird inklusive dem ALL 3688 optischen Lesekopf geliefert. Gesteuert werden ALL 3690 und 91 über LAN und der ALL 3692 per LAN oder 2,4 GHz WLAN. Mit unseren Netzwerksteckdosen ALL 3073 WLAN und ALL 3075 V2 können elektrische Geräte komfortabel über das Netzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Um das Gebäudeautomationsportfolio perfekt abzurunden, gibt es natürlich auch eigenständige Schaltaktoren. Der ALL 3073 WLAN und ALL 3075 V3 verfügen über die Schnittstellen 10/100 Megabit Fast Ethernet und IEEE 802.11 B, G und N. Der ALL 3073 WLAN dient zum Schalten, der ALL 3075 V3 zum Schalten und für die Verbrauchsmessung. Auch bei diesen Geräten liegt der Spannungsbereich bei 200 bis 250 Volt. Der Schaltstrom liegt bei 8 bzw. 16 Ampere und die Steuerung läuft über LAN oder 2,4 GHz WLAN. Das Management passiert per Webbrowser oder quelloffenes XML. Die 4-Port-Relaiszentrale ALL 4075 ermöglicht das Zeit-, Verbrauchs- oder programmgesteuerte Schalten. Der ALL 4075 ist ausgestattet mit 4 Relaiskontakten: RJ45 LAN, USB-Port und RSMA. Das Management passiert per Webbrowser oder quelloffenes XML und der Spannungsbereich liegt bei maximal 250 Volt. Verfügbare Protokolle sind HTTP, HTTPS und TCP/IP. Gesteuert wird hier über LAN oder 2,4 GHz WLAN und als Anschlussart werden Phoenix-Klemmen realisiert. Die ALL 4076 Steckdosenleiste rundet das breite Gebäudeautomationsportfolio ab. Der ALL 4076 verfügt über 6 Schutzkontaktsteckdosen, einen Kaltgeräteeingang,
einen RJ45 LAN-Port, einmal RSMA, jeweils einen USB-Host und Buchse sowie einen RJ45-Sensoranschluss I²C. Das Management wird per Webbrowser oder XML realisiert und der Spannungsbereich liegt bei maximal 250 Volt. Gesteuert wird über LAN oder 2,4 GHz WLAN und die Anschlussart ist der Schuko-Schutzkontakt. Allnet. The Network People.